Zu den Stars der Schiene zählen die überaus eleganten Dieseltriebzüge der Baureihe VT11.5. Es ist 14 Jahre her, dass wir diesen Zug das letzte Mal in dieser Epoche gebracht haben. Wir haben jetzt eine Ausführung der Epoche 3. Wir spielen im Jahr 1957. Das war genau die Zeit, als dieser Zug im Original beim TEE-Verkehr erstmals eingesetzt wurde. Helvetia hieß einer der ersten Züge, die im TEE-Netz vom Norden Deutschlands bis in die Schweiz fuhren. Auf dem Zuglaufschild stand Hamburg-Zürich geschrieben. Wunderschön anzusehen, die klassische purpurrot-beige TEE-Lackierung. Wir haben auch beide Triebköpfe wieder motorisiert. Wir haben in beiden Triebköpfen einen Sound integriert. Wir haben die ganze Vielfalt der Möglichkeiten ausgeschöpft an Sound, an Lichtfunktionen. Wir haben eine serienmäßig eingebaute Innenbeleuchtung im Zug. Wir haben die Tischlampen beleuchtet. Also die ganze Palette, die uns zur Verfügung steht, haben wir auch in diesem Zug sehr schön realisiert, der dann auch mit einem Ergänzungswagenset auf eine siebenteilige Einheit erweitert werden kann, sodass man dann wirklich tatsächlich die Originalzusammenstellung hat, die damals 1957 so abgefahren ist. Triebköpfe und Mittelwagen bestehen weitgehend aus Metall. Für das sehr schöne Zugbild sorgen stromführende Spezialkupplungen und dicht schließende Übergangsblenden mit Kulissenführung zwischen den Fahrzeugen. Der TEE Helvetia wird in einmaliger Serie gefertigt. Ein Schmuckstück für jede Halbnullanlage. Der Vectron. Diese Maschine entstand einer neuen Plattform für Mehrsystemlokomotiven in verschiedenen Leistungsklassen. Über 200 Exemplare sind schon in vielen Ländern Europas unterwegs. Ein Loktyp, der früher oder später genauso erfolgreich sein wird wie die Taurus-Familie. Gebaut wird er in München-Allach. Also ich denke, der Vectron, dadurch, dass es eine Lokomotive ist, die von Siemens in hoher Stückzahl produziert wird, gibt es natürlich überall Möglichkeiten. Die Lokomotive ist in vielen Güterzügen vorhanden, genauso aber im Personenverkehr. Von daher, also wir bilden jetzt im ersten Moment die Railpool-Variante nach, ist ein Vermieter von Lokomotiven, der also wirklich überall in Deutschland, aber auch in Europa zu finden ist. Und als zweite Variante haben wir von ELL, das ist ein österreichischer Lokomotivvermieter. Da bilden wir die Variante nach, die an die SBB International vermietet ist. Also man kann eigentlich den Vectron auf vielen Strecken im Alltag sehen. Und bald auch als komplette Neukonstruktion auf Halbnullanlagen. Vier Achsen werden über Kardan angetrieben. Mittig sitzt ein Spezialmotor. Auch für Trix wird es diese Modelle geben. Wir werden hier eine Variante machen als Schnittstellenlokomotive, also im Analogbetrieb. Und die andere Variante wird dann mit DCC-Decoder ausgestattet sein und Vollsound-Ausstattung haben. Ein MFX-Decoder zeichnet das detailreiche und preiswerte Einsteigermodell aus dem Startup-Programm von Märklin aus. Märklin Insider und Trix Club Mitglieder dürfen sich in 2016 auf dieses herrliche Exklusivmodell freuen. Es ist die Baureihe 95. Wir haben einen fünfpoligen Hochleistungsmotor eingebaut. Wir haben einen Spielewelt MFX Decoder eingebaut, sodass man auch hier nachher noch selber den Lokführer spielen kann. Wir haben alle möglichen Licht- und Soundfunktionen mit eingebaut, bis hin zur Führerstandsbeleuchtung. Und die ganze Palette an Soundfunktionen eben der Dampflokomotive selbst. Es ist wirklich eine Augenweide, wenn man sich die Lokomotive anschaut. Zum Beispiel die 10 Sandfallrohre, die vom Sanddom oben weggehen auf jeder Lokseite zu den Rädern runter. Sehr fein detailliert, den durchbrochenen Barrenrahmen, das schön geformte Gestänge. Selbstverständlich haben wir für die Baureihe 95 auch ein Wagenset geplant. Braune Güterwagen, genau solche Wagen hatte die Baureihe 95 zuhauf gezogen. Wir haben ein 7er Wagenset, wo wir versucht haben, auch die Story
des G10, einem der meistgebauten Güterwagen, etwas nachzuvollziehen. Deshalb haben wir auch kleine Formänderungen gemacht. Wir haben bei zwei Wagen zum Beispiel ein neues sogenanntes Sparbremserhaus angebracht. Ein Wagen hat das normale Bremserhaus. Dann gibt es noch ein G10 mit abgebautem Bremserhaus und noch eine Version, da war gar nie ein Bremserhaus dran. So hat man also quasi die ganze Bandbreite dieser Güterwagenfamilien in einem Set, ergänzt noch mit einem Kassel und einem Dresden. Ebenfalls in einmaliger Serie erscheint für Trix-Club-Mitglieder eine Dampflok der Baureihe 0310. Das M-Modell gibt das Vorbild im Betriebszustand um 1965 wieder. Gekuppelt mit dem Tender 2-2 T34 wartet die Maschine mit eingebautem Digitaldecoder und Geräuschgenerator auf. Die Triebwerks- und Führerstandsbeleuchtung erfolgt mittels warmweißer LEDs. Der Rekokessel wurde neu konstruiert. Drei Achsen des Tenders sind angetrieben. Ein besonderes Highlight ist das prozessorgesteuerte Flackern der Feuerbüchse. Die neue Central Station 3, das innovative Steuergerät. Unterscheidet sich dadurch, wir haben keine Tasten mehr drauf, sondern einen größeren Touchscreen. Die Farbe ist auch dunkler, die ist jetzt Anthrazit, nicht mehr hellgrau. Und technisch innen komplett neu, das heißt von der Performance her, ich glaube der Prozessor ist 7-mal schneller wie der alte vorher drin. Wir haben 4 GB Speicher in beiden Geräten drin, ein SD-Kartenleser hinten dran, um den Speicher noch weiter erweitern zu können bis 32 GB. Robuste Endlos-Drehregler in bester Industriequalität gewährleisten eine feine Ansteuerung der Fahrstufen. Die CS3 besticht durch ihr großes, hochauflösendes Display. Wir haben bei der neuen Zentrale, also bei der CS3, ein komplett neues Bedienkonzept. Erinnert mehr an Handys und an Tablets. Das heißt, wir haben nicht nur den größeren Touchscreen drin, sondern bei dem kann man jetzt auch wischen, die Funktion aufzoomen, wenn sie in dem Gleisbild drin sind, sich ranzoomen. Und um den Start gleich leichter zu machen, haben wir auch Assistenzsysteme drin. Das heißt, sie werden durch die Menüs durchgeführt, wie sie das Gerät konfigurieren, wie sie eine Lok anlegen und solche Geschichten. Und ich denke, wer ein Handy oder ein Tablet bedienen kann, tut sich mit dem neuen Bedienkonzept wesentlich leichter und der Schulungsaufwand wird sich dann in Grenzen halten. Die neue CS3 wird in zwei verschiedenen Varianten auf den Markt kommen. Wir haben zwei Zentralen, die CS3, die CS3 Plus. Und der Hauptunterschied dazwischen ist halt, dass die CS3 Plus einen integrierten S88-Anschluss hat und für die Rückmeldemodule und mehr gerätefähig ist. Und die CS3 als, ja, nicht gerade Einsteigergerät, sondern als vollwertiges Gerät halt über einen Link 88 diese Funktionalität wahrnimmt. Stereo-Aktivlautsprecher sind anschließbar. Wir haben das Einsteigergerät, die CS3, die liegt beim UVP von 649,99 und die CS3 Plus bei 799,99. Also beide Geräte zum attraktiven Preis und auch die CS3 Plus unter dem Preis von der alten CS2. Die neue CS3. Für alle Märklin-Trix- und LGB-Fans, die Spielspaß mit professioneller Steuerung verbinden wollen. Eine imposante Erscheinung ist der Kranwagen der Bauart 100. Dabei fasziniert das Modell genauso wie das Vorbild. Der Kran selbst ruht auf einem achtachsigen Unterwagen mit 4 Stützarmen. Diese sind von Hand ausschwenkbar und lassen sich auf den beiliegenden Sockeln fixieren. Beim Vorbild hat der Kranwagen vielfältige Aufgaben zu bewältigen. So musste er in Frankfurt zum Beispiel eine Denkmallokomotive umsetzen. Zwei verschiedene Kräne beförderten die E04 an ihren neuen Ausstellungsort. Eine nicht alltägliche Szenerie. 1976 und 77 wurden insgesamt 3 Kranwagen der Bauart 100 beschafft. Als 2016er Neuheit bringen wir dann als MHI exklusiv den Kranzug der Bauart 100, diesmal im Betriebszustand 1997, beheimatet in Fulda. Das Modell selber ist weitgehend aus Metall, der Kranwagen.
Der Kranoberbau ist um 360 Grad schwenkbar. Der Kranausleger lässt sich heben und senken. Der Kranhaken selber lässt sich heben und senken, alles digital schaltbar. Und als weitere Besonderheit haben wir eingebaut einen MFX Plus Decoder. Das heißt, ich kann in den Spieleweltmodus wechseln und habe dann einen Kranführerstand, mit dem ich dann verschiedene Joysticks habe und die Funktionen dann selber auch den Kran über das Display steuern kann. Und was wir noch gemacht haben, ein Wagenset dazu. Da ist zum Beispiel beigelegt eine funktionsfähige LED-Lichtgaraffe und Figuren der Firma Preiser. Ich habe eine Beladung auf dem zweiachsigen Niederbordwagen in Lasercut-Bauweise mit beigelegten Ölfässern. Und das als limitierte Auflage, muss man auch dazu sagen, mit einer Stückzahl von 999 Stück weltweit. Und dokumentiert wird das Ganze durch ein beigelegtes, nummeriertes Echtheitszertifikat. Der Auslegerschutzwagen der Bauart 817 gehört ebenfalls zur Kranwagengarnitur. Zum passenden Wagenset gehört auch ein Mannschaftswagen. Hinzu kommt ein vierachsiger Niederbordwagen mit beweglichen Rungen. Als dritter im Bunde gesellt sich ein zweiachsiger Rungenwagen hinzu, auf dem die angesprochenen Ölfässer liegen. Mit Volldampf ist ein Sonderzug im schweizerischen Jura unterwegs. Als Zuglok arbeitet eine Maschine der Serie C56, besser bekannt unter dem Namen Elefant. Hierbei handelt es sich um die stärkste Dampflok der Eidgenossen. Gebaut wurde sie zwischen 1913 und 1917. Neben zwei Vorserienmaschinen stellte man 28 Serienfahrzeuge in Dienst. Ihr Aufgabengebiet war zunächst die Gotthardbahn. Die Vierzylindermaschinen hatten einen guten Kurvenlauf und bewährten sich optimal im harten Gebirgsdienst. So war die Museumslokomotive 2978 zunächst auch in Bellinzona beheimatet. Nach der Elektrifizierung der Gotthardbahn wurde die Maschine in Zürich, später dann in Biel heimisch. Heute gehört sie zum Fahrzeugbestand von SBB Historic. Was gibt es Schöneres, als eine Dampflokomotive im Winter arbeiten zu sehen? Ein Genuss für Augen und Ohren. Ein kraftstrotzendes Vorbild, das eigentlich schon längst eine Umsetzung als Märklin- und Trix-Modell verdient hat. Also beim Elefanten haben wir natürlich die gleiche Richtung wie bei der Baureihe 95, dem Insider-Modell. Wir haben eine weitgehende Metallausführung, hochfeine Detaillierung an der Lokomotive, einen fünfpoligen Motor wieder eingebaut, die fünf Treibachsen sind angetrieben. Wir haben eine LED-Spitzenbeleuchtung und auch wieder eine Führerstandsbeleuchtung mit eingebracht. Also alles, was man sich eigentlich heute bei einer Dampflokomotive wünscht und vorstellen kann, werden wir auch beim Elefanten realisieren. Das Modell selber wird im Jahr 2016 einmalig aufgelegt. Wir haben natürlich auch einen schönen Grund. Der Elefant war damals gebaut, 1916, da stammt unsere Lokomotive her, für die Gotthard-Steilstrecken. Das heißt, das ist eine echte Gotthard-Lokomotive und wir haben natürlich im Jahr 2016 eine schöne Veranstaltung. Im Juni findet die offizielle Einweihung des Gotthard-Basistunnels statt und das haben wir zum Anlass gemacht, dann auch diese schöne Lokomotive, diese schöne Schweizer Lokomotive im Modell zu realisieren.
Das Modell erhält die Betriebsnummer 2965. Sein großes Vorbild ist heute noch im Verkehrshaus Luzern zu sehen. Der Elefant kommt auch als Trix-Modell in Gleichstromausführung heraus. Ein passendes Güterwagenset wird ebenfalls erhältlich sein.